Hallo und willkommen zur Fortsetzung des Big Data Kapitels. In diesem kleinen Video möchte ich mit Ihnen einen kleinen Ausflug in die Welt der Data Analytics machen und auf ein Beispiel des Clustering durch das sogenannte K-Means-Verfahren etwas genauer eingehen. Wenn Sie nur Daten haben, haben Sie eigentlich gar nichts, ne? Daten an sich sind völlig bedeutungslos, in verschiedenen Formulierungen hier ausgedrückt. Chomsky vielleicht als der berühmteste Mensch, der sich zu sowas geäußert hat. Unser Problem ist überhaupt nicht der Mangel an Daten, sondern das Mangel an Verständnis davon. Das heißt, wir müssen Daten analysieren, aufbereiten, um aus Daten Informationen zu machen, aus Informationen Knowledge und aus Wissen dann tatsächlich auch Entscheidungen ableiten zu können. Dazu finden Sie dann sowas wie Data Analytics Pipelines in verschiedenen Formen. Sie haben typischerweise irgendwoher etwas, was Daten produziert in einem regulären Betrieb. Das können Ihre Smart Meters oder sonst etwas sein. Diese Daten werden Sie in der Regel zunächst mal aufbereiten müssen, säubern, Rauschen aus den Daten nehmen, fehlende Daten möglicherweise überbrücken, wie auch immer, zusammen integrieren aus verschiedenen Quellen, sogenanntes Data Fusion machen. Und letztlich haben Sie dann Daten, die Sie dann tatsächlich analysieren wollen, irgendwo abgelegt. Manchmal sagt man zu sowas ein Data Warehouse, in dem irgendwie die Daten rumliegen. Und das können Sie dann verarbeiten. Möglicherweise müssen Sie hier noch eine Vorverarbeitung durchführen, nochmal auf den Zwischenspeicher gehen und dann die eigentliche Analyse durchführen, die Ihnen dann kondensierte, kompakte Modelle liefert, die Ihnen Muster identifiziert hat, die in Ihren Daten existieren oder ähnliches. Und das können Sie dann benutzen, um gegebenenfalls Ihren Vorverarbeitungsschritt wieder anzupassen und zu besseren Modellen, zu besseren Mustern kommen. All das ist hier dann der Analytics-Teil im eigentlichen Sinne. Und in Analytics können Sie jetzt viele verschiedene Dinge tun. Ich habe hier eine Folie vom Kollegen Hüllermeier geklaut, der unterscheidet, und das ist eine gängige Unterscheidung, zunächst mal die deskriptive von der prädiktiven Analytics. Deskriptiv ist lokale Muster finden. Im banalsten Sinne kann das ein Mittelwert, ein Median, eine Standardabweichung, eine Varianz oder eine Kurtosis oder sowas sein. Prädiktive Analytics versucht, aus den Modellen lokal Vorhersagen abzuleiten, verallgemeinernde Modelle zu erzeugen, sodass sie über die vorhandenen Daten hinaus generalisieren können. Und dann können Sie das in verschiedener Form tun, dann können Sie das unsupervised machen im Sinne von, machen wir zuerst supervised. Sie können supervised machen, indem Sie sagen, dass Ihre Eingabedaten tatsächlich Beispiele sind, für die Sie irgendwelches Wissen haben und dieses Wissen Ihrem Lernsystem auch mitteilen, in der Hoffnung, dass es daraus Muster lernt und gegebenenfalls zum Beispiel verallgemeinern kann. Ein anderes Beispiel wäre unsupervised learning, bei denen die Daten einfach vorhanden sind, ohne irgendwelche Zusatzinformationen, ohne Metainformationen und dann doch noch versucht werden muss oder versucht werden soll, hieraus Einsichten, Informationen zu generieren. Und das ein Beispiel dafür ist eben Clustering als ein Beispiel für unsupervised learning. Was wollen wir damit tun? Angenommen, wir haben Daten. Und angenommen, wir haben diese Daten numerisch beschrieben. Ein Datum, ein Wert ist durch mehrere Zahlen beschrieben. Kurz gesagt, Sie haben einen Vektor. Sie haben einen n-dimensionalen Vektor für jeden Datenpunkt, der Ihnen ein einzelnes Datum beschreibt. Und jetzt ist die Annahme oder die Voraussetzung, die Sie hier reinstecken. Sie denken, Sie glauben, irgendwoher zu wissen. Sie haben die Intuition, das externe Vorauswissen. Meine Daten fallen eigentlich in K-Gruppen. Und dieses K wissen Sie auch irgendwoher. Die fallen irgendwie in K-Gruppen, die irgendwie zusammengehören, aber Sie wissen nicht, wie diese Gruppen aussehen. Und unser Job ist jetzt, dafür zu sorgen, dass wir diese Daten zu einem von solchen K-Gruppen oder Clustern von Daten zuordnen können. Zuordnen fällt in Gruppe, also da ist jetzt so ein Ähnlichkeitsbegriff, da ist so ein Nähebegriff. Dieses Datum und dieses Datum, die sind vielleicht näher aneinander als dieses, gehören enger zusammen, die passen besser zusammen. So, wenn ich jetzt sowas versuchen soll zu visualisieren, dann fällt mir das mit n-dimensionalen Vektoren schon mal relativ schwer. Deswegen werde ich einfach zweidimensionale Vektoren nehmen, um Datenpunkte zu visualisieren. Sprich, ich werde Punkte in der Ebene malen auf den folgenden Folien. Das können Sie natürlich sofort verallgemeinern zu n größer 2 Vektoren. Das ist leicht. Und wenn ich mir jetzt hier noch etwas über Nähe, über Closeness, ein Abstandsmaß überlege, dann nehme ich einfach euklidische Distanz.
Das steht aber nirgends geschrieben, dass das so sein muss. Ne? Das ist nur, weil ich es leicht malen kann. Wie sie das tatsächlich tun, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und was für ihre Anwendung ein richtiges Closeness, eine richtige Abstandsmetrik ist, das muss die Anwendung wissen. Also, machen wir mal ein paar Beispiele. Beispiel 1 für solches Clustering wäre etwa sowas. Sie haben hier in der Ebene Ihre Punkte aufgetragen, also ich habe es für Sie aufgetragen. Und wie es der Zufall so will, sind irgendwie diese roten Kreuze irgendwie anders als die schwarzen Kringel. Und naja, das ist schön voneinander sauber abtrennbar. Sie haben die roten hier links oben, die schwarzen hier rechts unten. Sie könnten hier gedanklich eine Linie ziehen. Und dann liegen alle Punkte links davon und alle Punkte liegen rechts davon und alles ist sauber, klar, durch diese eine Grenzlinie voneinander abgetrennt. Da würden Sie mir zustimmen. Wenn Sie als Mensch da drauf gucken, dann würden Sie sagen, ja, das ist ein Unterschied. Wenn ich Ihnen jetzt das nicht farbig und mit Kreuz oder Kringel gemalt hätte, wäre es vielleicht auch noch klar. Aber dann müsste man sich über diese Dinge da oben unterhalten. Sind es vielleicht tatsächlich drei Gruppen? Ist hier vielleicht so eine dritte Linie, die diese beiden da oben abtrennt? Weiß man nicht. Ne? Das ist die Frage von Nähe. Also gehört das jetzt hier dazu, ist aber nur so ein bisschen schräg. Machen wir ein weiteres, extremeres Beispiel für etwas, das irgendwie so ein bisschen schräg ist. Also wenn ich so Ausreißer, Outliers habe, die hier zwar wieder auch schwarze Kringel sind, was ich natürlich nicht wissen würde als Datenanalysesystem. Ich würde nicht wissen, welches dieser Dinger ist, schwarzer Kringel oder rotes Kreuz. Dann würde ich aber doch denken, dass die hier, obwohl sie hier da unten zugehören, eigentlich, naja, die sind ein bisschen komisch, die sind ein bisschen weit weg in diesem Abstandsmaß. Weit weg heißt, man nimmt dann vielleicht sowas wie 3 Sigma, Sigma-Standardabweichung des Abstandes vom Mittelwert. Alles, was so über einen 3 Sigma-Abstand hinaus reichen würde, würde man vermutlich als Ausreißer kennzeichnen und nicht weiter beachten. Aber eigentlich immer noch, ne, Sie haben immer noch Ihre schöne klare Linie hier dazwischen, das ist immer noch einfach. Sogar ein bisschen deutlicheres Beispiel als gerade eben. Okay, drittes Beispiel, die Dinger überlappen sich. Es ist nicht so leicht. Ne? Jetzt haben Sie irgendwo hier rote und schwarze Dinge. Wenn ich das jetzt aber trennen sollte, ohne zu wissen, was rot und schwarz ist, wenn ich nur diese einzelnen Datenpunkte sehen würde und jetzt wieder so eine Linie da reinlegen sollte, also ich glaube, ich würde die Linie eher hier legen. Ich würde eher hier einen Strich ziehen, statt irgendwie dieses mir nicht bekannte Wissen über Schwarz und Rot auszunutzen. Das sehe ich ja nicht. Also würde ich hier eine Linie ziehen. Und in dem Beispiel hätte ich jetzt ein paar rote Punkte irrtümlich der schwarzen Gruppe zugeschlagen. Vielleicht würde ich auch hier eine Linie ziehen. Weiß ich nicht. Müsste man sich überlegen, wie es von den Zahlen her genau aussieht. Aber definitiv hätte ich vermutlich hier Fehleinschätzungen. Ja, das stimmt, das passiert, wenn Sie nicht genügend Daten haben oder wenn diese Daten stark verrauscht sind, dann werden Sie solche Fehleinschätzungen unterliegen. Aber so ist das Leben. Die Daten sind nun mal, wie sie sind. Letztes Beispiel noch. Wenn Sie es ganz dumm treffen, dann haben Sie sowas. Dann haben Sie so eine Gruppe, die irgendwie so halbkreisförmig, viertelkreisförmig um Ihre schwarze Gruppe drumherum liegt. Dann sind diese beiden Gruppen zwar klar voneinander abgetrennt, aber nicht durch eine Linie. Ich kann hier keine eine Linie einzeichnen, die mir diese beiden Gruppen sauber trennt. Ich kann es mit 2 oder 3 Linien kann ich es ganz gut hinkriegen. Anders gesagt, die sind nicht linear separierbar, diese beiden Fälle. Auch das wird nicht so das sein, womit wir gleich umgehen können. Wie machen wir das jetzt? Ich möchte kurz das K-Means-Verfahren erzählen. Und das funktioniert folgendermaßen. Nehmen wir mal an, dass unsere Cluster von Daten tatsächlich vernünftig, linear, ohne großen Overlap separiert sind. Und was ich jetzt gerne hätte, ich hätte jetzt gern meine Cluster in einer ganz einfachen Weise dargestellt. Ich hätte nämlich gern einen Repräsentanten pro Cluster, der irgendwie so in der Mitte dieser Daten liegen soll. Also wenn ich K-Cluster habe und für jeden Cluster mir so einen mittleren Wert suche, dann suche ich K-Means und Sie raten nicht, wo der Name des Verfahrens dann herkommt. Das K-Means-Verfahren. Wir suchen K-Mittelpunkte von Datengruppen. Und meine Regel wird dann sein, ein Datenpunkt gehört zu der Datengruppe, zu dessen Mittelpunkt er am nächsten ist. Ich schließe mich meinem nächsten Anführer, ich schließe mich dem nächsten Repräsentanten an. Und zu dieser Farbe bekenne ich mich als Datenpunkt. Das ist die Intuition dabei. Okay?
Genau, das ist das, was hier steht. Was Sie hier eigentlich formal tun, Sie minimieren die Summe der Distanzen. Das ist das, was wir machen. Wir suchen diese Mittelpunkte so, dass die Summe aller Distanzen von Datenpunkt zu dem jeweiligen Mittelwert, dass die Summe dieser Distanz über alle Datenpunkte minimal wird. Genau. Ja, was machen wir dazu? Wie machen wir das? Tatsächlich ist das NP-hard. Das ist ein schweres Problem, wie typischerweise bei solchen Gruppierungsproblemen. Wir nehmen eine Heuristik. Wir nehmen Floyds Algorithmus nach einem Herrn Floyd, der sich Folgendes ausgedacht hat. Wir machen einen Algorithmus, der in zwei Phasen funktioniert. Der hat erstens eine Assignment-Phase und eine Update-Phase und zwischen die beiden Phasen werden wir immer wiederholen. Davor kommt noch erstmal eine Initialphase. Die machen wir natürlich nur einmal. Diese Initialphase macht was? Die sagt, wenn ich K-Means bestimmen soll für K-Cluster, dann rate ich einfach, ohne meine Daten überhaupt anzugucken, dann rate ich K-Mittelpunkte. Das wird verkehrt sein, aber dazu machen wir jetzt ja iterativ immer weiter Assignment, Update, Assignment und Update. Was mache ich darin? In einem Assignment mache ich Folgendes. Ich gucke mir jeden Datenpunkt an und ich gucke mir meine K-Mittelpunkte an. Typischerweise werde ich viel mehr Daten als Mittelpunkte haben. K ist klein gegenüber Anzahl Datenpunkte. Okay, also ich gucke mir für jeden Datenpunkt, gucke ich mir die K-Mittelwerte, sagen wir mal 4 Mittelwerte an und ich berechne den Abstand hierzu, hierzu, hierzu und hierzu. Und dann ist vielleicht das hier der Mittelpunkt, der mein nächster ist. Dann vergesse ich, was vorher meine Gruppenzugehörigkeit war. Dann vergesse ich, welchen Mittelpunktes ich mich in der vorherigen Runde angeschlossen habe und ich wechsle die Fahne und schließe mich diesem neuen, mir jetzt nächstliegenden Mittelpunkt an. Also meine Daten sind alle völlig treulos. Sie gehen in jeder Runde, gehen sie neu zu dem jeweils nächsten, nächstliegenden Mittelpunkt. Das ist das Assignment. Und jetzt wechseln wir die Perspektive. Eben haben wir von den Datenpunkten auf die Mittelpunkte geguckt. Jetzt gucken wir von den Mittelpunkten auf die Daten, indem wir das Update machen. Jeder Mittelpunkt guckt sich jetzt seine zugeordneten Datenpunkte an. Das wird anders sein als in der vorherigen Phase. Guckt sich diese zugeordneten Mittelpunkte an. Jeder Mittelpunkt guckt sich jetzt seine ihm folgenden, ihm zugeordneten Datenpunkte an und bewegt sich in deren Mitte, in das schwere Feld, in den Schwerpunkt dieser Gruppe von Daten. Okay? Also bewegt sich dahin und dann haben wir ein Update gemacht. Und dann machen wir wieder ein Assignment und ein Update und ein Assignment und ein Update. Wann hören wir auf? Das steht nicht auf der Folie. Aber wann hören wir plausiblerweise auf? Wir hören auf, wenn keine Updates mehr passieren. Wenn meine Mittelpunkte zum Stillstand gekommen sind, weil sich die Zuordnungen nicht mehr ändern, dann sind wir fertig. Okay? Das ist das K-Means. Der K-Means-Algorithmus als Heuristik für das Clustering-Problem. So, hier ist noch ein bisschen Python-Code dafür. Ich glaube, den können Sie sich selber durchlesen. Das muss ich Ihnen nicht vorlesen. Die spannende Frage ist jetzt, dieses K-Means ist ja, Sie haben es gesehen, es steht auf zwei Folien in großem Font, ein ziemlich einfaches Verfahren. Da passiert nichts Spannendes. Aber die interessante Frage ist, was müssen wir tun, um dieses Verfahren so zu verteilen, dass wir auch mit einer Situation klarkommen, wenn meine Daten nicht mehr auf eine einzelne Maschine passen, wenn ich richtig viele Datenpunkte habe und im Vergleich immer noch wenig Mittelpunkte, also K sehr, sehr klein ist gegenüber einem sehr, sehr, sehr großen Datensatz. Das brauchen wir noch eine schlaue Idee. Diese schlaue Idee kommt gleich, das ist das MapReduce. Bevor wir das besprechen, noch ein zweites kurzes Beispiel. Ein zweites kurzes Beispiel ist das sogenannte Word-Count-Problem. Angenommen, Sie arbeiten bei einer Firma, die eine Suchmaschine betreibt, eine Web-Suchmaschine. Dann haben Sie ganz bestimmt sowas wie einen Web-Crawler. Ein Web-Crawler ist etwas, das alle Webseiten des Internets aufsucht, das World Wide Webs aufsucht, sie herunterlädt und irgendwie auf ein Filesystem auf Platten schreibt und so weiter. Also Sie haben eine Kopie des gesamten World Wide Webs in Ihrem Rechenzentrum auf Platte liegen. Von mir aus irgendwie mit URL als Dateiname und dem HTML als Fileinhalt. Irgendwie, spielt wirklich keine Rolle.
Erste Überlegung, passt das alles auf eine einzige Festplatte? Vermutlich nicht. Können Sie in einen Rechner genügend viele Festplatten reinschrauben, sodass das alles in einen Rechner passt? Naja, es wird ein großer Rechner, also eher nicht. Also müssen wir das hier verteilen. Wir müssen diese Datenhaltung hier auf tatsächlich viele Rechner verteilen. Und jetzt würde ich gerne folgende Frage stellen. Ich hätte gern ein Histogramm über meinen gesamten Webinhalt. Ich wüsste gerne, wie oft jedes beliebige Wort im Internet auftaucht. Also ich wüsste gern, wie oft Paderborn, Universität, Angela Merkel, Donald Trump und so weiter, wie oft diese einzelnen Worte auftauchen. Ich hätte es gern durchgezählt. Obwohl meine Daten verteilt liegen, möchte ich gerne hinterher eine Textdatei haben, in der drin steht, Paderborn taucht 3718 Mal auf irgendwelchen Webseiten auf. Und Fußball taucht, das wird öfter vorkommen, keine Ahnung wie oft auf. Und so weiter und so weiter. Das ist mein Ziel, solche Probleme möchte ich lösen. Nebenbei, WordCount war mal eine Zeit lang ein typisches Beispiel für Einstellungstests bei Google. Inzwischen wohl nicht mehr. Okay, das ist das Ziel. Das machen wir im nächsten Video. Wir bauen uns eine Infrastruktur und ein Programmiermodell, um genau sowas zu tun. Erstmal danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Video.